Hallo, ja. 11 statt 15, muss ich da irgendwas reparieren? Nö, ne? Wir fahren denn trotzdem mal. Ja, kommen Sie. Für 13 können Sie es mitnehmen. Für 13. Na, siehst du, geht doch. Und Sie? Sie? Oh, genau, für 320. Ja, die Handskulptur, das ist auch eine ganz besondere. Gibt's auch nur einmal vielleicht. Hallo, da bin ich wieder. Heute mit einem neuen Projekt. Es geht nämlich um Flohmärkte. Mein Flohmarkt-Simulator, ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Eigentlich heißt der Dealer-Simulator. Aber im Großen und Ganzen finde ich Flohmarkt-Simulator eigentlich passender. Also mein kleiner, knuddeliger Flohmarkt. Ich finde dieses Konzept von dem Spiel total cool. Das, was ich gesehen habe. Auch das Spiel ist leider noch im Early Access. Das heißt, es gibt einige Bugs und es kann immer mal wieder vorkommen, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Eigentlich hatte ich geplant, das so ein bisschen mehr zusammenzufassen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Am Anfang werde ich wahrscheinlich noch nicht so viel zusammenschneiden, damit ihr so ein bisschen das Spielkonzept versteht. Oh, was ist denn das hier? Ach so. Hä? Wie? Warum kann ich keine Frau auswählen? Nein! Keine Ahnung, wer bin ich denn? Die finde ich jetzt alle nicht so ganz hübsch, aber okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wer bin ich denn? Die sehen alle so böse aus. Ich bin nicht böse. Ich nehme jetzt einfach mal den. Schwierigkeitsgrad. Ah, ich glaube, das hängt hier mit dem von dem Startgehalt ab. Naja gut, aber wir sagen einfach mal, wir sind ausgewandert, haben quasi so ein Startkapital von $2000 bekommen und müssen mit diesen $2000 jetzt versuchen, die möglichst schlau zu investieren. Wir kaufen also Sachen und verkaufen sie auf dem Flohmarkt teurer weiter. Mal sehen, wie gut wir uns anstellen. Oh mein Gott, ich bin ausgewandert in ein Land mit und wohne in einem Wohnwagen einfach mal. Das ist mein Zuhause. Achso, leider gibt es noch keine deutsche Sprachausgabe, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin. Hier kann ich immer wieder einen neuen Tag starten. Das ist unser Flohmarkt. Nicht sehr groß, es gibt nur ein paar Leute da. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt, aber man kann wohl später sich auch einen Laden kaufen und da dann quasi so seinen eigenen kleinen Shop gestalten mit den Dingen, die man dann erkauft hat. Also erkauft, die man bekommen hat. Und ich zeige euch gleich, wie das funktioniert, wie man neue Sachen bekommt. Das finde ich nämlich auch sehr cool gemacht. Das ist unser Stand. Wir haben also diesen ganzen Platz, um unsere Sachen hier zu verkaufen. Das sind unsere Verkaufstische. Hier können wir die dann ablegen, die Sachen, und können hier vorne dann die Preise einstellen. Das ist auch witzig hier. Das ist unser PC. Der steht einfach mal so random da, ohne Strom. Und dann können wir nicht bei Amazon, sondern bei Anamos im Computer gucken, was wir denn für ein Produkt bekommen haben und was das normalerweise so wert ist. Weil wir kaufen nämlich nicht einfach so ein Produkt, sondern es ist so ein bisschen so ein Garagenkauf. Man kauft quasi eine ganze Garage und weiß nicht, was drin ist. Oh Gott, das ist dann später unser Shop. Der sieht aber nicht sonderlich hübsch aus. Genau, das hier ist die Area, wo wir hinfahren müssen. Und da gibt es dann so einzelne Abteile. Hier zum Beispiel kaufen wir zufällig das hier oder das da oder das da hinten. Und da sind dann so ein paar Sachen drin, die jemand zum Kauf einfach angeboten hat. Und wir haben das dann für irgendeinen Preis. Ich weiß gar nicht, ob es ersteigert ist. Nee, ich glaube nicht. Es gibt so ein ähnliches Spiel, das heißt, oh, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Hustle. Das habe ich halt auch und ich wusste nicht genau, welches Spiel ich spielen soll. Ich habe mich jetzt erstmal für das hier entschieden. Hier kann ich das dann wahrscheinlich kaufen. For sale. Okay, also da kann ich mir dann den kleinen das Verkaufshaus kaufen. Den Shop. Nee, a Warehouse. Hä? Ach so, hier kann ich dann auch noch Sachen kaufen. Aber erst, wenn ich einen kleinen eigenen Laden habe. Hier ist der Bereich, wo ich dann zwischenzeitlich halt auch mal Jobs annehmen kann. Aber ich würde das gerne vermeiden, weil ich bin ja eigentlich hier, um Flohmarkt zu machen. Ne? Also um Dinge zu verkaufen. Deswegen würde ich versuchen zu vermeiden, hier irgendwelche Jobs zu machen, wo ich einfach nur Dinge hin und her fahren muss. Weil das finde ich nicht so sonderlich spannend. Car-Dealer, hier kann ich mir neue Autos holen. Ja, weil ich muss ja mit meinem Auto auch alles transportieren. Das heißt, wenn ich hier irgendwie ein größeres Auto habe, dann kann ich natürlich mehr transportieren. Das ist natürlich besser. Und hier kann ich mir dann sogar ein Haus kaufen. Wenn ich endlich nicht mehr in meinem blöden Wohnwagen wohnen will, sondern mir ein Haus leisten kann. Aber das dauert bestimmt. Und das kann ich mir sogar einrichten und dekorieren. Bin in meinem ollen Wohnwagen. Oh mein Gott! Was habe ich getan? Warum schmeiße ich das auf den Boden? Kann ich das aufräumen? Ich glaube nicht. Ich kann hier leider nichts mitmachen. Ey, das wäre cool, wenn man hier auch irgendwie so ein bisschen was noch verändern könnte, oder? Kann ich hier raus? Ja. Ah, BioFirst Warehouse. Das ist also diese Garage, die ich kaufen kann, oder? Woher weiß ich denn, wo das ist? Das ist mein Wagen. Ah, und da links unten habe ich so eine kleine Map. Okay, ich steige mal hier ein. Vielleicht kann ich ja auch auf die Map gehen. Ah, guck mal. Wie sieht das aus? Da muss ich, glaube ich, hin. Ich muss mir auch merken, wie das hier aussieht. Weil wie sieht mein Wohnwagen aus? Halt, stopp, ich fahre ja weiter. Werde ich schon wiederfinden, ne? Ich sehe Tankstellen. Bedeutet wohl, dass ich auch tanken muss. Oh, oh. Kann man hier einen Unfall bauen? Ich gucke mal sicherheitshalber nach hinten, nicht, dass ich hier... Oh, vielleicht sollte ich auch nach vorne gucken. Da rechts, das sieht doch so aus, als ob ich da was kaufen könnte. Ja. Das sieht aus nach ganz vielen Garagen. Kriegt man hier Strafen, wenn man irgendwie was irgendwie falsch fährt oder so? Ich hoffe mal nicht. Ah, okay. Ach, das ist das Haus, wo ich jetzt hier rein muss. Hallo? Ist jemand zu Hause? Sind Sie geöffnet? Klopf, klopf. Ah, es ist offen. Hallo, einen schönen guten Tag. Ich bin neu hier in der Stadt und ich würde gerne was kaufen, glaube ich. Wie denn? Ah,
okay. Wir haben 2000. Das heißt, wir haben nicht unendlich viel Geld leider zur Verfügung. Aber eventuell kriegen wir das ja hin. Vielleicht kriegen wir ja sogar zwei Garagen gekauft, oder? Geht das? Man sieht, wem diese Garage gehört. Wir haben hier einen Ingenieur, Polizist, einen Soldaten, Polizist, einen Arzt, eine Krankenschwester. Was wollen wir denn? Ich würde vielleicht eher mal nach dem Preis gehen, oder? Vielleicht die beiden, die sind nicht ganz so teuer. Dann habe ich so ein bisschen Spielraum. Ich würde mal beide versuchen zu kaufen. 7 und 9. Und in meiner Hoffnung sind sie dann auch... Oh, ich habe Erfolg gekriegt. Sind sie dann vielleicht auch noch nebeneinander? Nein, ich kann nur... Ich muss das upgraden. Wie kann ich das denn upgraden? Tab? Was ist das denn? Ach, ich kann mit Tab kann ich direkt in mein... Oh, das ist ja cool. Ich hoffe, die sagen mir das vielleicht gleich noch. Ach, da steht es ja. Skilltree. P. More Warehouse. Habe ich das jetzt aus Versehen gekauft? Nein, ich habe es aus Versehen gekauft. Warte mal, dann stelle ich wieder aus. Lalala, dann kaufe ich noch ein zweites. Falls denn das geht. Entschuldigung, ich bin wieder da. Hallo? Ja, genau. Ich wollte ja die zweite hier auch noch kaufen. Jetzt kann ich das plötzlich. Nein, kann ich doch nicht. Mann, ich dachte, ich hätte das jetzt investiert. Jetzt bin ich ja ein bisschen beleidigt, dass das nicht geht. Na gut, dann fahren wir mal zu unserer Garage. Wo ist die denn? Was habe ich denn jetzt gekauft? Das muss doch hier... Oh, ich sehe irgendwas leuchten. Das ist meine, glaube ich, hier. Aha! Ja, ja, das ist gut. So, ich parke mal hier, damit ich das hier so ordentlich das einräumen kann. Da. Aussteigen. Dankeschön. Die haben mir den Schlüssel gegeben, ne? Ja, ist er. Ja, so. Was kommt mir denn da entgegengefallen? Was bist du denn? Was bist du? Das ist doch kein Tisch. Was, das kleine Ding hier, was ist das? Kann ich das irgendwie umstellen, dass ich das... Oh, ich kann es ranholen. What the heck? Das sind Schrauben. Typ Trash. Das hört sich aber nicht ganz so gut an. Ist das Müll? Oh nein, ist der kaputt? Oh nee, habe ich jetzt so einen kaputten Tisch hier gekauft? Oh, ich glaube, das ist Müll. Okay, ich kann den hier so drehen irgendwie. Oh, der sieht demoliert aus. Ich nehme den trotzdem mal mit. Vielleicht kann man ihn reparieren. Ich glaube es aber nicht. Kann ich das irgendwie öffnen? Das fängt ja gut an. Ah, ich kann die Klappe auch noch aufmachen. Was ist das hier? Oh, Scrap. Hä? Und jetzt? Was mache ich denn mit dem Scrap? Oh, ich habe das geöffnet. Was bist du? Toy. Aber es ist irgendwie Condition. Da fehlt was. Missing Part. Ich muss es erstmal für 49 Dollar reparieren. Oh, Gott sei Dank habe ich nur eine Sache gekauft. Das mit Q hochzuheben, das ist schon auch sehr komisch. Kann ich es erstmal wieder schließen vielleicht? Mach das mal bitte zu wieder. Ach, geht doch. Jetzt müssen wir auch noch gucken, dass man das hier irgendwie ordentlich stapelt. Das geht doch schon mal. Naja, hoffe ich mal, dass das ein bisschen was wert ist. Was ist das denn für ein Riesenteil? Oh, das funktioniert. RC Drift Special. Oh, das ist so ein cool, so ein großes, so ein Mega-Mini-Auto. Ein Mega-Mini-Auto. Das widerspricht sich ein bisschen selber, ne? Aber gut. Muss ich noch nicht mal reparieren. Krieg ich das hier rein? Alter Schwede, ist das groß. Cool. Ich glaube, das hält. Oh, ich habe richtig viele Sachen. Was ist das denn alles? Oh mein Gott, das kostet schon alleine 225, um es zu reparieren. Aber es ist kaputt. Aber vielleicht ist das die Gitarre, die alte von Jimi Hendrix. Oh mein Gott, die ist bestimmt unglaublich viel wert. Habe ich die gerade so abgestellt? ja. Ah, das ist doch besser. Okay, dann haben wir hier irgendwie eine Box. Was ist in dieser Box drin? Erstmal abstellen. Okay. Ein Bild. Das kann was wert sein, vielleicht. Das ist vielleicht nicht schlecht. Wir kennen die Künstler noch nicht. Das muss ich irgendwie noch rausfinden. Wer hat dieses Bild gemalt und was ist es wert? Hello Ship. Ein Toy. Also ein Spielzeug, so ein irgendwas zum Zusammenbauen. So ähnlich irgendwie was wie Lego, glaube ich. 13 Dollar zum Reparieren. Uiuiui. Ja, ich habe sehr viel kaputten Schrott hier. Noch eine fette Box. Kann ich die nicht einfach so mitnehmen? Ist doch viel besser zu transportieren. Ich guck mal rein. Oh. Oh mein Gott, das ist eine PlayStation, eine PS3. Oh, ich glaube, ich habe richtig guten Reibach hier gemacht. Ich glaube, ich habe eine gute Garage gekriegt. Oh, nicht runterfallen. Ich versuche es lieber noch ein bisschen weiter nach hinten zu legen. Die funktioniert. Die funktioniert sogar. Oh, eine Statue. Eine Venus. Oh, die sieht aber auch wertvoll aus. Die ist Bronze bestimmt. Bronze oder vielleicht sogar Gold. Ja, boah, wir haben eine gute Garage gehabt, Leute. Hier kann ich noch reingucken. Ich wühle da mal drin rum. Mal gucken, was die da so drin versteckt haben. Das hat er einfach da reingepfeffert. Oh, da sind mehrere Sachen drin. Oha! Das ist eine Zaubertasche. Da kommen ja richtig krasse Sachen raus. Oh, noch eine Sache. Movie. Es ist eine DVD. Aber was? Was ist das? Da fehlt was. Ja, aber was fehlt denn? Ja, wenn die DVD fehlt, dann ist es ja Schrott, oder nicht? Ich habe Schrott und nein. Ah, die funktioniert. Warum muss ich die reparieren für 7? Ich kaufe mir so ein Repariergerät. Reparaturding. Das haben wir, habe ich damals auch gehabt, sowas. Oh, eine Uhr! Öffnen. Oh, was bist du denn? Kann ich einmal näher ran? Die ist ja noch gut, oder? Die funktioniert auf jeden Fall. Ja, kann ich es wieder schließen? Nee, schließen bitte. Ja, genau. Das ist, glaube ich, also das Königsding, diese Krone da, das ist doch eine Rolex, ne? Haben wir eine Rolex gekriegt? Alter, da machen wir auf jeden Fall gut Plus. Wir müssen mal gucken, wie viel haben wir jetzt ausgegeben? Wir haben knapp so um die 750 haben wir ausgegeben. Da werden wir doch auf jeden Fall mit einem Plus rauskommen. Allein schon mit der Uhr. Ich muss nur noch rausfinden, was die kostet. Oh, fetter Karton. Fetter Koffer. Den kann ich auch wieder durchwühlen. Ich wühl mal. Wühl.
Da kann ja mal so, was Größeres drin sein. Was soll das sein? Soll das ein Telefon sein? Oder so ein Gran Turismo? Was soll das? Noch ein Computerspiel? Das ist noch irgendwas. Jewelry. Und was ist das da? Ach, eine Brille. Was soll das denn? Eine Brille? Ist das eine Brille mit Dioptrien? Wem soll ich die denn verkaufen? Das muss ja erstmal passen. Das mache ich auch erstmal auf. Was eine fette Uhr. Alter Vater. Schön. Finde ich auch nicht schlecht, ja. Wir haben 2 Uhren drin gehabt. Ich glaube, ich muss das hier mal so ein bisschen weiter nach hinten tun. Also dieser Tisch, ist das jetzt Müll oder nicht? Eine Kette? Was ist das denn für eine komische... Okay. Jade? Ist das eine Jade-Kette? Ich glaube, ist nicht unbedingt das Wertvollste, was es gibt, aber vielleicht selten. Selten ist auch immer gut. Vielleicht handgefertigt. Das ist eine Xbox. Aber kaputt. Muss ich $99 bezahlen, um die zu reparieren. Machen wir. Okay, so, du kommst auch mit. Ich finde, das war richtig voll hier, das Abteil. Ich hätte so gerne noch ein zweites gehabt. Aber das macht schon Bock hier. Jetzt erstmal rausfinden, was das alles wert ist und dann verkaufen. Ja, wir müssen auf jeden Fall gute Käufer finden für unsere Sachen. Black. Larry Black. Oh, das ist auch kaputt. Aber kostet nur $2 zum Reparieren. Wenn das nur $2 zum Reparieren kostet, dann ist das bestimmt nicht sonderlich viel wert. Das ist Trash. Ach, dann ist der Tisch doch Trash. Ja, Trash. Okay, warte mal. Ich glaube, den schmeiße ich weg. Der muss... Da. Hier. Das ist Müll. Schade, ey. Kann ich das so... Oh, ich habe irgendwas dafür gekriegt. Ich habe Geld gekriegt. Was habe ich gekriegt? Ich habe nicht geguckt so schnell. Aber es hat Kling gemacht. Mal gucken. 3. Gibt das immer 3? Der ist so schön groß. Da gibt doch bestimmt mehr. Warum ist das Trash? Ich will den auch verkaufen. 3. Okay. Ja, gut, schade. Aber Leute, Trash ist Trash. Trash ist Trash. Na, 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 na. Ja, okay. Das ist unsere letzte Box. Oh! Die ist ja wieder cool. Noch eine Uhr. 3 Uhren haben wir da drin. 3 Uhren, eine Kette. Die blaues Ziffernblatt. Kann ich die eigentlich auch so einpacken? Jetzt habe ich ja hier vorne voll viel Platz. Hoffentlich fliegt das nicht runter. Oh, so Hände. Eine Handskulptur. Die ist auch komplett ready. Die kann ich direkt so verkaufen. Oh, die sieht schick aus. Nein, nicht das Ding runterschmeißen. Ah! Oh, alles gut. Nichts passiert. Schuhe. Ja, was sind das für Dinger? Keine Ahnung. Seid ihr teuer? Sehen auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Blauer Karton. Erstmal wieder zumachen. Nicht, dass die hier einzeln aus Versehen rausfliegen. So, jetzt machen wir hinten zu. Bam! Habe ich irgendwas noch vergessen? Nee, ne? Oh, ich hätte das Licht anmachen können. Naja, gut. Das braucht mir nicht. Und jetzt kann ich da losfahren und kann das halt irgendwie verkaufen. Aber es ist mitten in der Nacht, oder nicht? Sell the items from the garage at the market. Naja, gut. Also ich soll das jetzt zum Markt fahren. Aber wo ist der Markt? Ich weiß gar nicht, welche Richtung ich raus muss. Karte. Da in der Mitte bin ich. My Shop. Nee, ich habe doch keinen Shop. Muss ich zu dem Stern eventuell? Weil hier steht nicht Market. Ich fahr mal raus. Mal gucken. Also der Stern ist da rechts. Das heißt, ich muss irgendwie von der Richtung her da rechts lang. Ich weiß halt nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Gibt es einen Ausgang? Oder gibt es hier nur einen einzigen? Dann bin ich ja komplett verkehrt. Ich muss ja nach hinten. Oh nein, jetzt sag mir nicht, dass ich da nicht rauskomme. Oh, voll viel los hier in der Nacht. Die ganzen LKWs fahren. Okay, fürs nächste Mal, es gibt nur einen einzigen Ein- und Ausgang. Hier ist der Ausgang. Und da ist angeblich die Auktion, falls das ist, wo ich hin muss. Ich fahre mal zu dem Stern da hinten. Das Bild wackelt aber ganz schön, wenn man hier so fährt. Ich hoffe, dass ich überhaupt richtig bin. Nee, warte mal. Auction Area. Ich glaube, da bin ich falsch. Ich gucke mir das mal gerade an. Auction Area. Kann ich jetzt hier Sachen erkaufen oder ersteigern? Entschuldigen Sie. Würden Sie mir vielleicht kurz eine Frage beantworten? Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Das sieht nämlich nicht aus wie ein Flohmarkt. Man kann sogar Bus fahren. Ah. Vielleicht muss ich auch zu My Shop. Vielleicht heißt das ja einfach mein Flohmarkt. Obwohl ich halt ja keinen Shop habe. Aber wir gucken jetzt mal. Das wäre dann das rote Zeichen da. Vom Ding her finde ich, ist das ja ganz gut gemacht. Dass man immer gucken kann, dass man sich so rumdrehen kann. Dann sieht man halt so die Symbole und dann weiß man, in welche Richtung man fahren muss. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Oh mein Gott, wie schnell kann ich bitte fahren? Das ist Landstraße. Oh Gott, ich bretter hier gleich irgendwo rein. Ich bretter gleich wirklich irgendwo rein. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich kann hier rüber. Oh, das sieht aus wie ein Flohmarkt, oder? Das sieht doch gut aus. Wo ist der Eingang? Oh, das sieht sehr gut aus. Ich schreie mal rüber. Hallo? Hallo, Sie da. Können Sie mir sagen, wo ich hier reinkomme? Wo ist denn hier die Einfahrt? Ich muss hier irgendwo hin. Ich bin da auf jeden Fall richtig, aber wo ist denn hier der Eingang? Ist das hinten irgendwo? Können Sie mir vielleicht helfen? Oh, hier ist ein Wohngebiet. Vielleicht kann ich mir hier auch ein Haus kaufen. Dann kann ich immer direkt von gegenüber am nächsten Tag dann zum Flohmarkt fahren. Laufen. Ich muss ja trotzdem fahren, weil ich muss ja die Sachen transportieren. Ah, hier geht's rein. Bin ja voll den krassen Umweg gefahren. Hier hätte ich halt gar nicht hingemusst. Ah, Leute, wir werden uns häufiger sehen. Ich bin hier. Ist das hier ein Nachtflohmarkt? Ein Nacktflohmarkt.
Wo ist das denn? Da hinten, ne? Da hinten muss ich hin. So ein bisschen mehr Info wäre auch cool gewesen. Da, das sind meine Tische. Die haben sie mir gezeigt. Genau, hier ist alles leer. Wunderbar. Möglichst nah ranfahren, damit ich nicht lang laufen muss. So. Moin. So, wir packen dann mal aus, ja. Wie ich sehe, sind sie hier schon fertig. Ich gucke dann mal, was haben wir denn hier so jetzt? Das hier, das ist heile. Das können wir direkt verkaufen. Das ist natürlich sehr gut. Wir werden das auf jeden Fall präsentieren. Kann ich das jetzt direkt öffnen? Aufmachen? So, also einmal schön anbieten. Das hier ist die Brille. Dann kann ich nämlich hier, das ist das Preisschild. Warte mal, ich weiß gar nicht, was sie kostet. Was kostest du denn? Moment mal. Ich muss gucken, was sie kostet. Brille absetzen. Ich starte mal kurz meinen PC. So. Oh, was ist das denn alles? Find Items, genau. Was hatte ich hier? Glasses. Aber welche? Ist das die da mit so einem roten? Die hatte so ein rotes Ding hier drauf. Noch mal kurz gucken. Ach, da steht ACA. Glasses AK. Ja, das wird ja wohl die sein. Oh, nee, das ist eine ganz billige. Minimum 13, Maximum 15. Wir versuchen hoch zu pokern, würde ich sagen. So, dann versuchen wir mal 5. Hallo? So, 15. Accept. Die muss ich reparieren, befürchte ich. Nee, die muss ich nicht reparieren, die funktioniert. Genau, so ist das nämlich. Man muss sie nur reparieren, wenn da steht, dass sie nicht funktioniert. Oh, das Ticket-Ding hier, das würde ich auch gerne loswerden. Das kostet auch nichts, das ist... Oh, nein, irgendwas ist hier runtergefallen. Irgendwas ist runtergeflogen. Oh Gott, hier sind gleich mehrere Sachen runtergeflogen, die Uhren. Oh, das ist so ein dickes Ding, das muss ich, glaube ich, hier unten hinstellen. So, das stellen wir so als Eyecatcher direkt hier nach vorne. So, oh, das sieht gut aus. Oh, ich muss doch erstmal gucken, was das kostet. Oh... Kann ich mir das so merken? RC Drift Special. Grün. Hoffentlich kann ich mir das merken. RC Drift. Nee, nicht Swift. Drift natürlich. RC Drift Special. Oh, 350? 309 bis 350. Wir setzen hoch an. Wir nehmen 350 erstmal. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Wow. 350 bitte. Sehr schön. Ja, ich weiß, wir müssen halt auch ein bisschen dann entgegenkommen mit dem Preis, ich weiß. Wir versuchen es halt erstmal so. Hier gucke ich wahrscheinlich gleich erstmal alle auf einmal an, oder? Das macht ja mehr Sinn. Wenn ich hier mehrere Uhren habe, dann muss ich das nicht ständig wieder nochmal eingeben. Dann haben wir jetzt direkt so einen Uhrenverkauf. Nee, das ist Bracelet. Das ist eine Uhr. Nein, nein, nicht zur Seite kicken. Oh, was tue ich denn? Ja, so. Die kann ich jetzt nicht mehr erkennen. Muss ich den mal hochheben. Okay, nochmal absetzen, bitte. Ganz vorsichtig. Dann haben wir noch eine dritte. Ich hatte doch drei Uhren, oder nicht? Wo ist denn die dritte Uhr? Oh, wo ist die? Die muss doch hier... Die habe ich hier irgendwo vergraben da drunter. Nein, ich habe meine Uhr vergraben. Ist das die Uhr? Nee. Habe ich irgendeine Uhr verloren? Movie, Bracelet. Da. Nein. Ach, du Schreck. Ich glaube, ich habe hier eine Kette durch die Gegend gepfeffert. Wo ist die denn jetzt hin? Nein, ist sie über den Zaun geflogen? Nein, ich glaube, ich habe sie über den Zaun geworfen. Och nö. Oh ne, wie doof. Keiner weiß, wo hier oben ist. Erstmal abstellen. Da war nicht oben, okay. Gut zu wissen. Da ist oben. Oh, bitte mach, dass ich doch diese Kette da gleich wieder finde. Jetzt muss ich mir erstmal angucken, was... Das sind ja alles verschiedene. Also wir haben einmal so eine grüne... Moment, da steht doch auch was bei, oder? Ne, steht nur Watch. What the heck? Oh, wie soll ich denn jetzt rausfinden, welche ist? Watch. Oh, oh. Es gibt voll viele. Oh, ich glaube, das ist, glaube ich, die erste. Das, die hat ein blaues Ziffernblatt. Wirklich? Oh mein Gott, was habe ich denn bitte für eine krasse Ausbeute? Ich muss mir nochmal angucken. Also 1350 würde ich da nehmen können. Blaues Ziffernblatt. Ist das ein blaues Ziffernblatt? Ja, das ist ein blaues Ziffernblatt hier. 1350. Oh mein Gott, Leute, wir haben so ein Glück. 1350 war das, ne? Die richten wir hier oben an. Oh, das kann man nicht richtig drehen. Ja, muss gehen so. Boah, 1350. Wenn wir das teuer verkaufen, dann haben wir mit dieser einen Uhr alles schon drin, was wir da, ne, was wir gekriegt haben. Dann ist es völlig egal, ob ich hier die Kante verloren habe oder nicht. Die ist doch hier. Ist die nicht hier rübergefallen? Ich habe das Gefühl, die ist irgendwie da hinten. Die ist so in hohen Bogen weggeschleudert. Oder ist sie hier irgendwie so in den Reifen reingeglitscht? Ich weiß halt, dass es so ein paar Probleme geben kann. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter im Uhrengame. Ich bin völlig gehypt. So, hier haben wir so eine mit einem dunklen Ziffernblatt und dann nochmal ein weißes in der Mitte extra. Puh, erkenne ich das? Das müsste das hier vielleicht sein. Da gibt es sonst ja noch nichts, oder? Gibt es sonst nichts anderes? Oh, das ist keine teure Uhr. Die ist 95 wert. Na gut. Egal, die andere war ja schon optimal. 95. Legen wir da einfach hier hin. 95. Das ist unser gutes Angebot. Und die hier, die hat so römische Zahlen. Dunkel, schwarzes Lederband. Boah. Oh, die da. Ich glaube, das ist die hier. Was? Die ist ja auch so teuer. What? Das ist die, ne? Ich glaube, da gibt es keine andere. Schwarz ist auch so eine schwarze Verpackung. 1230. Leute! Ich bin im Himmel.
Direkt der erste, 1230. Also direkt die erste Garage war ja wohl der Oberknaller. Krass. Das waren auf jeden Fall die Uhren, die wir hatten. Ja, jetzt habe ich ja leider meine Kette irgendwie verloren. Ich traue mich auch gar nicht mehr, hier oben drauf rumzuklettern irgendwie. Das ist auch heile. Vielleicht sollten wir die nehmen. Ich muss also immer erstmal von oben runternehmen, nicht irgendwas rausziehen. Ich glaube, das ist nämlich nicht so gut. Dann Handskulptur. Vielleicht reicht es schon, wenn ich Hand eingebe. Oh, 320 ist auch gut. Vielleicht kann ich die auch ein bisschen hübsch präsentieren. Okay, die kommt dann hier hinten hin. 320, Schnapper. Ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen handeln können, ne? Deswegen mache ich immer so mit Luft nach oben, dass man quasi... Ah, die muss ich reparieren. Dass ich quasi noch so ein bisschen Platz habe, um dann handeln zu können. Das ist der Dude. Hier, der repariert. Hallo. Wie heißt denn du? Hast du hier irgendwie ein Namensschild oder so? Du bist auch Clemens, oder? Ja, hier, der Clemens, der repariert. Reparier mal bitte. E. Hi. 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 Okay. Repair. Machst du was? Ah, er macht was. Okay. Sehr schön. Vielen Dank. Was hat das jetzt so gekostet? 3. Das muss ich in meinem Preis berücksichtigen, ne? Ich musste $3 dafür ausgeben, um was zu reparieren. Ich weiß noch gar nicht, was das überhaupt wert ist. Vielleicht hätte ich das vorher mal nachgucken sollen, ob sich das überhaupt lohnt. Das war ein bisschen dumm von mir. Naja, gut. Okay. Ich muss auch erstmal rausfinden, was die überhaupt kostet. Sind das eigentlich immer so Anspielungen an irgendwelche Filme tatsächlich? Hm. Vielleicht sollte ich die auch zusammen... Ach nee, das ist ein Game, ne? Die funktioniert. Die funktioniert. Die muss ich nicht reparieren. Die lege ich mal daneben. Aber das ist ja keine DVD. Aber ich habe das hier noch. Die ist auch heile. Die nehmen wir auch mal zuerst. Die Venus. Die kann ich ja schon mal hinstellen. Wir haben hier so einen richtig teuren Verkaufstag. Krass, ey. Ich hoffe, das passt. Venus. Sag mir, was bist du wert? 210. Aber die ist Bronze. Meine ist Gold. 210. Moment. Heißt die wirklich Venus? Ja. Hm. Na gut, wir versuchen es mal. Ich hätte jetzt gedacht, dass das nicht die gleiche ist. Die sieht nämlich anders aus. Steht da noch sonst was? Nee, ne? Hier vorne sehen wir die Preise. Ach so, genau. Und hier muss ich dann aufmachen. Einen Platz habe ich noch da hinten. Die ist kaputt. Ist auch kaputt. Ich will mal gucken, ob ich die gleichzeitig reparieren kann, die Sachen. Das wäre nämlich sehr praktisch. Da muss ich jetzt nicht mehr alles einzeln machen. Liegt da irgendwas oben drüber? Hä? Das ist noch gut. Oh, das kann ich vielleicht auch so verkaufen. Das lege ich mal gerade hier ab. Das ist kaputt. Die Shotgun. Die kostet auch relativ viel zum Reparieren. Das ist bestimmt gut. Das ist auch kaputt. So. Ah, noch eine DVD. Die funktioniert. Aber das ist wieder eine Movie-DVD. Die Schuhe sind heile. Das ist wirklich... Diese Jadekette, die ist einfach weg. Nee, da hinten ist noch was. Oh, ich habe ja noch die Gitarre. Die ist auch kaputt. Stimmt, und die war ja so teuer. Ich gebe mal Gitarre ein, weil wenn die jetzt 2,25 kostet zum Reparieren, dann wäre das schlecht, wenn die nachher gar nicht so viel wert ist, ne? Gitarre. Welche ist das? Hä? Ich sehe halt einfach gar keine. Welche soll das sein? Die da? Okay, wenn sie 750 wert ist, dann lohnt sich das natürlich. Ja, sieht am ehesten aus wie die. Die ist das nicht, oder? Die hat nicht so spitze Teile. Boah. Wie sieht die für euch aus, Leute? Doch, die ist eher spitz, ne? Hm. Dann hat die da so 2 Knöpfe. Keine Ahnung. Ich sag ihm schon mal, dass er reparieren soll. Nee, warte mal. Ich muss erst mal wissen, ob ich die überhaupt reparieren soll oder nicht. Ja, doch. Also wenn, dann ist es die 750. Also die sieht halt anders aus. Vielleicht gibt es die in verschiedenen Ausführungen, so in verschiedenen Farben. Ich würde es halt einfach mal probieren. Du, kannst du vielleicht noch mal gucken? Vielleicht kriegst du das ja hin. Hat er das jetzt alles? Nee, hat er nicht. Was hat er denn repariert? Nur das da unten? Och, heilige. Na gut, dann müssen wir das irgendwie... Dann lege ich das daneben ab. Das ist ja doof. Ich dachte, da kann er vielleicht irgendwie so gleichzeitig alles machen. Das ist jetzt die X-Play. Na gut, dann setze ich die mit drauf. X-Play. Nee, so wird die wohl nicht geschrieben. Wird die nicht zusammengeschrieben? So vielleicht? Ach so. Oh, 750. Das ist auch sehr gut. Wow, das ist jetzt der letzte Platz, den ich überhaupt habe. Dann geben wir hier auch nochmal 750 ein. So, und ich glaube, es ist zu spät, leider, um zu öffnen, ne? Yeah. The customer won't come because it's too late. Ja, heißt, ich muss schlafen, ne? Kann ich das trotzdem hier bei ihm liegen lassen? Kannst du vielleicht auf meinen Stand aufpassen? Das wäre irgendwie voll nett von dir. Ich komme dann morgen früh wieder. Ich packe hier nur meine Sachen aus, weil ich habe keine Lust, die mitzuschleppen. Die funktioniert ja noch. Das funktioniert auch, aber alle meine Plätze sind voll. Also ich kann hier nicht weiter irgendwas hinlegen. Ich habe aber hier, glaube ich, noch irgendwas, dieses Telefonding da. Oh, da ist noch was. Oh, noch eine Buff. Oh, die ist auch kaputt. Oh, die ist auch kaputt. Okay, die ganzen Sachen, die kaputt sind, die kommen mal hierher. Du passt mal bitte auf die kaputten Sachen auf. Ja, die sind trotzdem noch gut. Oh, ich habe eine Zittergitarre. Das muss ja nun nicht sein. Dann haben wir hier, die ist auch kaputt, eine Movie-DVD. So ein Rennfilm. Need for Speed. Irgendwas. Teil 15. Heilige, das muss ja alles noch reparieren. Meine Kette. Ich bin so traurig, meine Kette ist einfach weg. Fehlt jetzt hier noch irgendwas? Es ist so dunkel, ich sehe das halt einfach nicht. Nee, ich glaube, ich habe alles. Könnte ich hier irgendwie rüberspringen? Ich komme da nicht hin. Ich glaube, es ist da irgendwo hingeflogen. Irgendwann werde ich die Kette wieder... Ich hab sie wieder gefunden. Oh, da ist sie ja. Oh, du Gute. Oh, die gute Kette ist wieder da. Oh, Gott sei Dank.
Clemens, kannst du hier bitte auch noch auf meine anderen Sachen aufpassen? Das wäre sehr nett. So, wir legen die mal hier hin. Mhm. Okay, so sieht sie aus. Bis morgen, Clemens. Ich muss schlafen, sonst kann ich leider nichts machen. Gute Nacht, schlaf gut. Ich glaube nicht, dass er schläft, aber okay. Boah, ich bin so gespannt, wie viel Kohle ich danach da rausgehe. Alleine durch unsere Uhren, die wir da haben. Ey, Wahnsinn. Wie ist nochmal das Zeichen? Wo muss ich jetzt hin? Muss ja erstmal hier raus irgendwie, ne? Da raus, dann hier links und dann, keine Ahnung. Oh, hoppala, Vorfahrt genommen. Oh, Unfall. Oh, mein Gott. Entschuldigung. Ich bremse mal gerade. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Links. Ach so, ich bin ja voll nah. Ich bin vorhin so voll den weiten Weg gefahren. Richtig unnötig. Die Karte ist aber auch einfach sehr groß. Ob man das alles noch braucht? Muss ich da überall mal hin? Ja, wahrscheinlich, oder? Weil sonst wird das ja gar keinen Sinn machen. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo der Eingang ist. Hier, da ist der Eingang. Genau, da links, da steht er doch irgendwo. Ha, hier geht's rein. Hier, wo ist denn mein wunderschönes Zuhause? Da, mein wundervoller Wohnwagen. So, Leute, ich gehe da mal schlafen. Hops. Ah, gute Nacht. Profit minus 840. Ja, hab 840 ausgegeben. 840? Ich dachte, ich habe 750 ausgegeben. Hä? Ah, Tür zu. Ich glaube zwar nicht, dass mir irgendjemand irgendwas klaut, aber naja. Ah, so sehe ich es ja viel besser, ob da irgendwas noch drin war. Ne. Könnte ich mir nicht jetzt noch ein Ding kaufen? Ein weiteres Abteil? Naja, komm, nee, egal. Ich verkaufe das erstmal. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich brauche, um das zu verkaufen. Zählt der Tag jetzt schon? Ja, der zählt. Kann ich jetzt schon öffnen? Ich glaube, dann muss man wahrscheinlich immer in der Nacht vorbereiten, um dann am Morgen schnell hinzufahren und dann auch schnell irgendwie verkaufen zu können. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall erstmal den Weg merken. Hier links und dann gleich wieder rechts. Ich fahre einfach mit fast 100 Sachen hier hin. Moin Leute, ich bin wieder da, es geht los. Ich habe in der Nacht mal was vorbereitet. Ich hoffe, Clemens ist noch da und hat meine Sachen nicht gestohlen. Oder hat sie durchgetauscht einfach mit so Fake-Dingern. Das wäre fatal. Aber mein Angebot ist einfach der Hammer. Ich bin mega begeistert. So, moin Clemens. So, wir machen jetzt erstmal unseren Laden auf. Da-da-da-da. Guckt euch mal unser Angebot an. Wenn wir das hierfür verkaufen können. 1350, 95, 1230, 320, 210. Ey, das ist so super. Das ist ja auch so teuer, 350. Ich meine, gut, oh, 750, genau. Man muss ja mal bedenken, wir haben ja... Hallo, wir haben ja auch investiert. Was? Statt 1200... Ne, der bietet mir hier 656. Da verhandeln wir. Also, ganz ehrlich, 1100 finde ich schon okay. Verhandeln. Natürlich nicht. 1000. Na? Natürlich auch nicht. Ich bin ehrlich, Leute, so viel will ich gar nicht runtergehen. Zu 950. Ne, dann eben nicht. Pech gehabt. Das geht ja gut los. 150, das ist schon eher was, ne? Das ist schon eher was, was funktionieren würde. Oh, da steht schon wieder die nächste. Oh mein Gott. Ich versuche mal mit 200. Das will sie wahrscheinlich nicht. Oh, ja, was verkaufen, Leute. Unser erster Verkauf. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Siehst du? Das ist schon besser hier. Geht das schon mit 978 los? Jetzt versuchen wir mal. 1100. Das macht sie. Das macht sie. Komm. Ach, die wollte die gleiche Uhr. Nein. Oh, die hätten sich doch gegenseitig überbieten können. Jetzt weiß ich ja überhaupt nicht, wer mehr geboten hätte. Habe ich hier noch irgendwas? Working. Da steht schon der nächste. Ich muss doch neu auffüllen. Oh, der will genau das haben. Ja, verkaufen. Natürlich, die Uhr ist verkauft. Ich gucke jetzt mal nach dem Bild. Picture. Das sieht so aus. 90. Nicht ganz so viel. Ah, naja. Egal. Hauptsache irgendwas. So, dann verkaufen wir das hier für günstige 90 Dollar. Schien schon wieder zwei Leute an. Hallo. Ja. 11 statt 15. Muss ich da irgendwas reparieren? Nö, ne? Wir fahren denn trotzdem mal. Das ist... Ja, kommen sie. Für 13 können sie es mitnehmen. Für 13. Na, siehst du. Geht doch. Und sie? Sie... Oh, genau. Für 320. Ja, die Handskulptur. Das ist auch eine ganz besondere. Gibt es auch nur einmal. Vielleicht. Movie-DVD, da muss ich auch nochmal gucken. Dann haben wir hier Schuhe. Oh, die muss ich mir angucken. Wie sehen die aus? Schwarz. Stehen die unter Schuh? Genau, so bestimmt. Schuh. Was? Wie soll ich die denn rausfinden? Blauer Karton. Sieht man das? Oh nee, der Karton sieht gleich aus immer. Oh nee, was für Schuhe habe ich denn? Schwarze. Die da? Nee, die da. Sind das die wirklich? Das wäre cool, wenn das die wären. 108. Haben die diesen weißen Streifen? Erstmal kurz gucken. Oh, da stehen schon mehr Leute. Ich muss erstmal verkaufen. Oh nee, das ist mir zu wenig. Ja, für 700 gebe ich Ihnen die Xbox mit. 700. Das war mir klar. 650 vielleicht. Nee, der will das nicht. Nee, das wird nichts. Ja, kommen Sie. Also 600, 620. Das will er eh nicht haben. Pech gehabt. Man muss auch wissen, was es wert ist, die Sachen. Der hat eh schon so hier. Komm, wir sagen einfach, nee, nicht 95. 85. Wir kommen entgegen. Nee, war das schon fast zu 86. Macht auch. Die haben einen weißen Strich. Ey, wenn das wirklich die sind, dann sind die nicht schlecht. Dann sind die relativ teuer. Das sind die. 108. Wow, cool. Das sind schon wieder zwei Leute. Es boomt. 108. Ja, Ohana, ich weiß. Ja, Mia. Oh, 750. Ja, natürlich, gerne. Und sie? 73 für die Uhr statt 95. Ah, naja, kommen sie. Ich komme ihm ein bisschen entgegen. Ich sag 90. Ja? Nee. Nicht?
Dann machen wir 86. Aber dann reicht auch. Die will mich drücken, die Frau. Ich sag 85, mehr nicht. Sonst kann sie gehen. Siehst du? Hab ich schon gesagt. Blöd. Dann haben wir eine Playtrack 3. Ich versuche erstmal die teuren Sachen, glaube ich, zu verkaufen. Playtrack 3. 370. Aber es sind 30 Euro, muss man die reparieren. Der repariert die, glaube ich, nicht. Das heißt, ich muss das berechnen, ne? Dass ich quasi nicht 370 nehmen kann. Ich mache mal 360, mal gucken, ob das geht. Hallo, schönen guten Tag. Oh, der RC Drift Special für 350. Ja, gerne. Wiedersehen. Ich würde gerne die Gitarre verkaufen, muss ich sagen. Ich sage ihm eben mal, er soll reparieren. Reparier mal bitte, mal gucken, was er jetzt repariert. Oder kann ich ihm gleich nochmal sagen? Nochmal? Nee, okay, das macht er dann nicht. Wenn es repariert ist, ist es repariert. Das hat er repariert. Na toll, die Movie-CD, ey, DVD. Ich wollte jetzt irgendwas Cooles hier nachlegen. Reparieren wir irgendwas anderes. Ich bin gleich wieder da. Ich muss erstmal kurz bedienen. Schönen guten Tag. Na, womit kann ich denn... Oh, ich versuche mal kurz. Ich kriege das auch für 360 verkauft. Komm, 360. Die ist so nah dran. Nein, 360. Hab ich mir doch gedacht, dass das funktioniert. Immer noch kaputt. Was hat er denn jetzt repariert? Das da? Larry Black. Oh, Larry Black. Ist bestimmt nichts wert. Larry. Ja, ich habe sie gesehen. Ich komme sofort. Ich will einmal ganz kurz... Larry... Oh, 70. Ja, okay. Und ich habe es ja repariert, ne? Das heißt, funktioniert. Denke ich mal. So, was möchten Sie denn gerne? Einmal eine Uhr. Ach, die Uhr. Da haben wir es ja wieder. Hm. Ich versuche es nochmal mit 90. 90 ist schon ein guter Preis. Finden Sie nicht? Ne? Aber 86, finde ich, ist ein guter Preis. Komm, da siehst du. Diese blöd. 4 Dollar, ey. Okay, dann haben wir das hier fertig. Das ist alles repariert. Ich möchte bitte die Gitarre. Oh, nee, Moment. Ach doch. Was repariert er denn jetzt? Jetzt hat er das Ding da unten repariert. Oh. Das ist auch... Oh. Nicht. Reparieren wir irgendwas anderes? Vielleicht die Gitarre? Vielleicht auch nicht. A1150. Oh, Hilfe! Ist es so groß? Hilfe! So, erstmal verkaufen. 62? Nee, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an hier. Also 100 könnte ich Ihnen machen. Wofür? Für die Schuhe. Die sind teuer gewesen. Das sind wahrscheinlich. Das sind Markenschuhe. Gucci. 89 ist ein guter Preis hier. Nee, finden Sie nicht? Aber ich finde 85 ist ein ganz guter Preis. Nee, offenbar nicht. Wie war das nochmal? A1150. A1150. Ah, oh, 270. Puh, das ist auch teuer. 270 geben wir hier mal an. So, haben wir den hier auch. Das sind schon wieder zwei Leute. Der will bestimmt das Gleiche. 107? Nein, 108 habe ich gesagt. Ja, sehen Sie. Geht doch. 70, ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Was habe ich gerade verkauft? Keine Ahnung. Ach, das war dieses... Oh mein Gott, wir haben nur noch eine Sache. Ich glaube, das war dieser... Wie heißt das Ding da, was ich da hatte? Dieser Larry X irgendwas. Das Teil hier ist auch so groß. Da habe ich ja schon 2,25... Habe ich das für 2,25 repariert? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich 225 bezahlt habe. Aber die war, glaube ich, 750. Da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, ob das tatsächlich die richtige war. 750, probier's mal. Es kann sein, dass ich da runtergehen muss, weil der Repair-Preis so hoch ist. Aber ich... Naja. Mal schauen. Wollen Sie die Gitarre kaufen? Nee, leider nicht. Ah, das Spielzeugding hier. Was macht der denn da hinten? Oh mein Gott, der ist ja voll creepy. Wir verhandeln mal. Ich glaube nicht, dass ich mich mit der einig werde. Ich versuche mal 250. Also wenn sie das nicht haben will, dann... Ich glaube, der Typ dahinter will es auch haben. 240. 230, aber das finde ich schon krass. Tja, der will es haben. Der will es haben. Wer? Oh, das wird nichts, Leute. Nee, 250. Ich glaube, die kann ich direkt wegschicken. 240. Oder ist das einfach das nicht wert? 230? Nee, wir finden schon jemanden, der das auch wirklich bereit ist, dann zu zahlen. Das ist okay. Wir müssen auch nicht an jeden alles verkaufen. Hello, Ship. Oh, da steht jemand. So, nehmen wir schon mal mit. Ich lege das schon mal irgendwo hin. Hier so. Und dann muss ich gleich gucken. Ich will jetzt gerne... schon viel besser. Da werden wir uns bestimmt einig. Also, ich versuche jetzt mal mit 260, weil die ist schon so nah dran. Ja, wunderbar. Oh, ist sie nicht ein bisschen kalt, so um die Bauchnabelgegend herum? Die Gitarre. Oh, die kauft die tatsächlich. So teuer repariert. Aber da kriegen wir richtig gut was für. Ich versuche mal. Ich komme ihr entgegen mit 730. Da sagt sie bestimmt ja. Ja. Hello Ship, muss ich gucken. Hello Ship. Sieht das irgendwie so? Ah, so ein rotes Schiff. Okay. Hello Ship. Und sonst habe ich ja, glaube ich, gar nichts da. Welches ist das? Das da war das. 65. Ja. 65. Jetzt kommen noch die ganzen anderen kleinen Sachen. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, was... Wir haben jetzt nur noch Movie-DVD, Movie-DVD. Ich versuche erstmal mit der... Warte mal, ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Nein! Was habe ich denn da geschrieben? DVD. Was habe ich denn da? Wie sieht die aus? Ist denn so einem Wasserfall oder so ein Auto? Ist ja übel. Wie soll ich das denn erkennen? Das da. Die da ist das. 35. Oh nein, da stehen Leute. Ah! Moment, ich komme sofort. Ich muss gerade, sonst vergesse ich das wieder. Hallo, schönen guten Tag. Nee. Ehrlich, nein. Also, nee. 60 würde ich ja noch machen. Für Hello Ship. Die sind ja auch immer gleich so voll überhaupt nicht bereit, irgendwas zu machen. Also sobald die dann... Nee, ich mache einfach 52, geht er wieder. So, genau. Ich wollte lieber mit ihnen handeln. Nein, will ich auch nicht. Okay, wenn er bei 60 nicht nimmt, dann
Okay, wenn er es bei 55 nicht nimmt, dann tschüss. Weggeschickt. Dann kann ich mich weiter gucken. Movie-DVD. Da haben wir einmal so mit dem Pferd, dann das da und so ein Autorennding. Movie. Oh nein, die ist nur 15 wert. Okay, dann machen wir erstmal das. Das ist ja nix. Kriegen wir hoffentlich trotzdem verkauft. Da lasse ich aber auch jetzt nicht mehr sonderlich viel mit mir handeln. Ne, bei den ganz billigen Sachen, das lohnt sich ja gar nicht. Ah, die ist auch schon wieder close. Ja, komm, für 33 nehmen sie es mit. Für 33. Ja, komm. Da freut sie sich, sind wir ihr nochmal entgegengekommen. Das ist nicht das rote Auto gewesen hier. Das ist eine andere DVD. Oder doch? Hä, ist das doch die da? Ah, nee, die da ist es. Oha, 55. Das ist gar nicht mal so schlecht für so eine DVD. Eine gebrauchte? Das ist ein ganz schön toller Film, würde ich sagen. 55. Hallo. Wow, wo gehen Sie denn noch hin? Die möchte wahrscheinlich das verschenken hier an ihren Sohn oder, keine Ahnung, an irgendein Kind. Was machen wir denn mal? Wir kommen ihr ein bisschen entgegen. Wir sagen mal 62. Will sie bestimmt nicht. Na gut, dann machen wir 58. Aber mehr auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, mehr nicht. Dann haben wir hier einen Pferdereiter. Oh, die hier könnte das sein. 35. Ja, ich glaube, die ist das. Das sind jetzt die letzten zwei Sachen. Boah, krass, ey. Was wir für Plus gemacht haben. Ja, mit der werden wir uns einig, glaube ich. Die nimmt das mit. Für 52 nehmen sie das mit. Na, nehmen sie mit. Ja, super. Jetzt haben wir nur noch zwei DVDs. Einmal eine Movie-DVD und noch eine Movie-DVD. Ach, wie Pairpreis 6 Dollar. 3 Dollar. Ich glaube aber, das ist nicht so wild. Hallo, zwei DVDs haben wir noch. Welche hätten Sie denn gerne? 9. Ich glaube, das wird nichts. Machen wir 13, ja? Nee, machen wir nicht. Machen wir 11. Ja, aber also ganz ehrlich, 11 ist wirklich schon... Na, wollte ich gerade sagen. Wenn sie das jetzt nicht genommen hätte. Und sie? Statt 35, 28. Nee, dann machen wir wieder so 32. Das ist schön in der Mitte. Ja, siehste. Und leergefegt der Stand. Leute, guckt euch bitte an, was wir für Kohle gemacht haben. Wir haben einfach mal 6.800. Das ist so heftig. Ich werde jetzt direkt wieder zum nächsten Stand fahren und werde gucken, dass ich also zu der nächsten Garage und die plündern. Dann werde ich wahrscheinlich heute nicht noch mehr reinkriegen, ne? Vielleicht hätte ich tatsächlich morgens fahren sollen. Dann hätte ich noch mehr verkaufen können hier. Jetzt. Ich glaube, das mache ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders. Ja, erstmal wieder Vorfahrt nehmen. Ehre genommen! Und die Vorfahrt auch. So, bin ich ja richtig abgebogen? Ich hoffe. Hier muss ich einmal links, links und dann... Ja, jetzt muss ich ja zu der Auktion. Wie sah die denn nochmal aus? Erstmal kurz gucken. Ich muss links lang, oder? Ja, links lang. Hier. Links und dann rechts. Ah, mein Stand hat sich sogar automatisch geschlossen. Wahrscheinlich, wenn ich einsteige und wegfahre. Ja, da war ja eh nichts mehr drauf. Also insofern... Steht ja nur noch mein PC da. Und der Clemens, der passt ja hoffentlich auf. Ich vertraue einem Wildfremden. Ich kenne ihn gar nicht. Ich muss irgendwann nochmal rausfinden, was denn der Shop da kostet, wenn ich mir so einen richtigen Laden kaufen will. Ah, da werde ich wahrscheinlich noch meilenweit von entfernt sein. Vielleicht kann ich jetzt auch schon ein bisschen was investieren in meine Punkte, oder? Ich möchte so gerne mehrere direkt öffnen. Mehrere von den Garagen. Ich gucke nochmal auf den Skilltree. Ah, ich habe es doch noch nicht investiert, oder? Ach so, da steht, es kostet 10. Ich habe 9,5 Garbage Collector. Das heißt, ich bekomme mehr Geld, wenn ich was wegwerfe. Hier kann ich das erhöhen. Das heißt, ich kann häufiger, oder? Kann ich häufiger dann mit denen handeln? Masterful Eye. Oh, ich kann die Preise sehen. Das wäre ja auch was. Ne, eigentlich, oh, ich weiß nicht, was zuerst. Ich würde fast sagen, zuerst das Warenhaus. Das finde ich nicht wichtig. Das ist schon gut. Lord of the Shelves. Das ist auch gut. Aber das brauche ich. Ach so, nee, das brauche ich für einen Shop. Das bringt mir ja gar nichts. Okay, gut. Naja, das heißt, erstmal 10 Punkte zusammenkriegen. Ah, das läuft, Leute. Hallo, ich bin's wieder. Ich würde gerne eine Garage kaufen. Was war das letztes Mal? War das der Polizist? Ja, ne? Jetzt sind die anderen ja weg. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Hier hätten wir noch einen Doktor. Ich kann halt nur eine nehmen. Die Frage ist, ist es besser, wenn sie teurer ist? Ich glaube nicht unbedingt. Ich hatte so eine günstige und die war einfach richtig gut. Aber wir merken uns mal, Polizist ist gut. Ich nehme mal einen... Oder... Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme mal eine Nurse. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Guck nochmal. Nee, geht nicht. Gut, wir hatten also jetzt einen Polizisten und jetzt eine Krankenschwester. Vielleicht ist es auch komplett random. Oh, ist direkt hier vorn. Oh, okay. Das ist nice. Muss ich nicht lang fahren. Aussteigen. Mache ich hier vielleicht schon mal auf. Ja, sie haben mir den Schlüssel wieder gegeben. Hier. Puh, wieder eine Gitarre. Das sieht nicht aus nach einer guten Gitarre. Ah, doch, es sieht vielleicht doch aus nach einer guten Gitarre, weil 233 Repair-Preis. Ein Skateboard. Da sind wieder ein paar Kisten. Ist der noch gut? Der Tisch ist noch gut. Der ist so groß. Dann werde ich den vielleicht erstmal so als unten so hinlegen. Und dann die anderen Sachen drauf. Kriege ich den hier so rum rein. Cool. Ja, das hat funktioniert. Skateboard weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, was das kostet. Ja, das ist ja ganz toll gefallen. So, das ist besser. Ja, das ist immer noch richtig bescheuert. Naja, dann nehmen wir die Gitarre mit. Die müssen wir leider erstmal reparieren. Aber wir haben ja jetzt einen richtig guten Puffer. Ich habe so viel Kohle gemacht, dass ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen muss, dass ich irgendwie jetzt pleite gehe. Trash. No. Schade. Naja gut, wir werden immer irgendwie Trash dabei haben. Hä?
Hier rein, bitte. Naja, immerhin $3. Oh, einmal die Kiste. Kann ich direkt hier abstellen. Da haben wir noch ein Skateboard. Das war eine sehr sportliche Krankenschwester. Was ist eigentlich der Unterschied hier zu diesen Boxen? Ich gucke da erstmal rein. Oh, eine Kamera. Nein, die ist kaputt. Oh, die ist teuer zum Reparieren. Könnte ein gutes Zeichen sein. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die teuer ist in der Reparatur. Nochmal so ein Picture. Was ist das für ein... das ist so ein Auto. Lady mit Auto. Ja, hier kann ja noch ein bisschen was rauskommen. Warum? Schuhe. Das sind wieder Schuhe. Oh, warum tue ich das immer wieder? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ganz vorsichtig rausziehen. Ich wollte es doch drehen. Dreh dich. Okay, wir legen die hier vorne hin. Ganz vorsichtig. Die gucke ich mir, glaube ich, vor Ort erstmal an. Ich muss sie ja eh nochmal aufmachen. Und nachts sieht man das immer eh so schlecht. So, hier hinten rein. Da sind meine Schuhe. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man das schon mal so ein bisschen sortiert vorher. Okay, dann fangen wir mal an, hier in der Tasche zu wühlen. Da können ja auch ein paar größere Sachen drin sein. Vielleicht haben wir ja Glück. Und da kommt so ein Bild raus. Liebe Mary Poppins. Plopp, mega Bild. Oh mein Gott, wir haben Glück gehabt. Das ist eine Uhr. Das könnte richtig gut sein. Oh, und ein Headset. Nein, es ist kaputt. Kann das sein, dass sie irgendwie viele kaputte Sachen hat hier, die Frau? Die hat mir eine Garage mit ganz vielen kaputten Sachen gebracht. Ein Movie kostet allein schon $11, um das zu reparieren. Aber sie funktioniert. Aber vielleicht ist sie deswegen nicht ganz so viel wert. Da würde ich trotzdem jetzt gerne reingucken. Ich weiß ja, blaues Ziffernblatt ist gut. Falsch rum. Grünes Ziffernblatt. Das war die, die daneben stand, ne? Das, die blaue war die erste, die grüne war die daneben. Ich weiß es nicht. War die auch teuer? Oh Gott. Nein, nein, nein. Vorsichtig wieder rausholen. Ich leg die vielleicht nach da oben. Okay. Moment, das ist ja jetzt Müll, ne? Ja, das ist Müll, da ist nichts mehr drin. Na gut, dann schmeißen wir die mal weg. Dann haben wir noch zwei große Kartons. Einmal ein Karton, einmal eine Box. Oh, Daumen drücken, vielleicht ist da was richtig Cooles hier. Oh, noch eine Uhr. Warte mal, was ist denn eigentlich? Ich habe meine Kette nicht verkauft. Die liegt da noch oben. Upsi. Hä? Wie sieht die denn aus? Die ist ja komplett schwarz. Ah, lieber erstmal wieder verschließen. Muss mir die bei Tageslicht angucken. Sonst schwer zu beurteilen, was das hier ist. So, hier sind die Kartons. Daumen drücken, Leute. Blaues Ziffernblatt. Ne, keine Ahnung, was das für eine ist. Kann gut sein, kann aber auch einfach nicht gut sein. Na, nicht gut gibt's nicht, aber nicht so teuer. Okay, letzte Box. Weiß ja nicht, was es noch Cooles gibt. Vielleicht gibt's da noch ein paar andere coole Sachen. Ah, Hello Space. Ah, nee, wir hatten Hello Ship. Das ist auf jeden Fall was anderes. Und es ist kaputt. Man muss reparieren. Clothes. Trash. Nö, och Mann. Na gut, dann schmeißen wir das erstmal weg. Ein alter Pullover. Oh, der ist doch noch gut. Den hätte ich doch noch verkaufen können. Und das ist ein Tablet. Oh. Aber ist kaputt. Naja. Ja, aber Tablet ist vielleicht auch nicht schlecht. So, du fällst doch hoffentlich nicht raus, wenn du hier hinten drin bist, ne? Haben wir alles? Ja. Ich würde sagen, wir können gehen. Könnte ich denn jetzt noch eine zweite Garage mir holen? Wahrscheinlich nicht. Aber man kann es ja mal probieren. Ich muss es ja wissen. Ingenieur. Also ich muss auf jeden Fall jeden Tag einmal her. Mir fällt auch gerade auf, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Warum sollte ich denn morgens kommen? Nee, das ist voll quatschig. Weil dann verbringe ich ja auch voll viel Zeit, um die ganzen Sachen hier zu öffnen. Nee, das macht doch gar keinen Sinn. Ich komme doch lieber abends. Also wenn ich halt fertig bin mit der ersten Fuhre. Ich muss halt so schnell wie möglich das irgendwie upgraden. So, da sind wir wieder. Ah, ich meine, das, was ich natürlich machen könnte, ist, dass ich ja auch nachts schon die Sachen repariere, damit die dann am Tag bereit sind. Ist das irgendwie sinnig? Mal, schaden wird es auf jeden Fall nicht. Ich versuche mal wieder erstmal die teureren Sachen hier aufzubauen. Oh, da habe ich direkt wieder eins, was kaputt ist. Das bringe ich ihm direkt schon. Und dann lassen wir ihn das auch direkt reparieren. So, dann kann ich ja jetzt auch immer durchtauschen. Ich glaube, ich muss so viel reparieren. Nein, lass das los. Nein, lass das los. Was ist denn, was liegt denn oben hier? Die Gitarre. Ah, die ist auch kaputt, genau. Da muss ich ja eh rausfinden, welche das ist. Die würde ich dann auch sofort verkaufen. Die sieht anders aus, Leute. Tablet Pro A. Genau, das müssen wir erstmal nehmen. Es wäre so hilfreich, wenn ich das wüsste, was es wert ist, ne? Tablet Pro A. Was? $30 nur? Das ist ja wenig. Hä, ich dachte, Tablet ist doch viel teurer. Na gut. Vielleicht hätte ich ihm sagen sollen, dass er sie reparieren muss. Ich merke mir mal ganz kurz, wie die aussieht. Die hat so drei Knöpfe da. Halt. Heißt die anders? Also jetzt ist sie eh schon fertig. Sie heißt Guitar. Die ist so groß, die legen wir wieder hier unten hin. Drei Drehknöpfe. Guitar. Hä, wo sehe ich denn hier? Kann ich mir die näher angucken? Die ist nicht eckig. Die ist entweder das oder das. Ich versuche einfach, sie als teurere zu verkaufen. Ich glaube tatsächlich aber eigentlich, dass es die hier ist. Die für 270. Ich versuche es aber lieber, die für 750 reinzusetzen und guck mal, ob jemand das bieten würde. Wir machen es lieber so rum. Und wenn nicht, dann ist es halt die andere. Ja, wir müssen ein bisschen schlau rangehen. So, ich lege mal hier die beiden Bilder ab. Nee, warte, ich habe ja gar nicht zwei. Ich habe ja nur ein Bild. Oh, die Kamera, genau. Die ist auch kaputt. Kamera 3000. Ich gucke jetzt mal eben oben drauf, was es kostet, wenn er die repariert. Also ich habe 5739. 5739. Kostet das überhaupt was? Ja, es hat tatsächlich so viel gekostet. Ich habe nämlich vorher nicht drauf geachtet. Aber die Kamera 3000, die wird richtig was wert sein.
Die gibt's auch bestimmt nur einmal. Schreibt man die mit K? Nee. Ach, verdammt, natürlich nicht. Ist ja nicht deutsch, ne? Oh, 980, aber ich habe für 300 repariert. Puh. Ich versuche nicht so weit runter zu gehen. 980. Ja gut, ich habe immer noch ordentlich Gewinn. Aber wir müssen auch ordentlich Gewinn rausziehen, ne? Muss man schon sagen dazu. Picture. Ist das die Lady hier für 100? Ja, gibt ja nicht so viele. Ja, das ist die Lady da. Ja, so ein Bild für 100, das ist auch okay. Zack. Da einmal bitte 100 Dollar. Dann haben wir ein Skateboard. Irgendwas Besonderes? Ne, ist einfach nur weiß. Haben wir das doppelt? Das ist ja genau das Gleiche. Vielleicht sollte ich erstmal den Tisch rausholen. Wie sieht der denn aus? Skateboard. Boah, wie mega boring, ey. 10. Kann ich da nicht beide einfach reintun? Ich habe doch das Gleiche. Ich versuche mal, ob das funktioniert. Ich tue die einfach beide hier rein. Mal abwarten. Table. Der ist einfach nur schwarz und hat hier... Oh, der da unten. 35. Also das war auf jeden Fall nicht so eine krasse Garage wie beim letzten Mal. Der ist, glaube ich, groß. Den tun wir hier hin. So. Oh Gott. Voll hingeklatscht. 35 Dollar. Ich hoffe, wir kriegen die Kohle wieder rein, ey. Das ist auch broken. Ach nee, wir haben ja noch die Uhren. Alter, wir haben ja noch die Uhren, natürlich. Ach, das ist ja chillig. Ja, da haben wir auf jeden Fall alles drin. Hello Space A. Dankeschön. Jetzt habe ich ja gar keinen Platz mehr für die Uhren. Ich muss erstmal nachstellen, was das überhaupt kostet. Hello Space A. 300. Was? Wir haben das teuerste. Wow. 300. Ich habe es falsch rum hingelegt. Naja, können die sich ja umdrehen, oder? Die sind ja nicht dumm, die Leute. Na gut, manche Leute sind schon dumm, aber egal. Die sind jetzt nicht dumm, hoffentlich. Ein Headset. Für 4 Dollar reparieren, ob sich das lohnt? Ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, ein Headset ist nicht so teuer. Muss mir angucken, wie es aussieht. Hat das einen Namen? Hier ist nur Headset, oder? Ah, hat noch hier so ein Ding dran. Ja, welches ist das jetzt? Es könnte ja auch das sein. Das hat so längliche Ohrmuscheln. Entweder 15 oder 5 oder 90. Die sehen so richtig nach Lack aus, aber die sind rund. Ich befürchte, das ist das. Und ich habe es für 4 repariert. Kostet nur 15. Dann will ich auf jeden Fall auch 15 haben. Da lohnt sich ja der ganze Aufwand nicht. Da hinten, da ist meine Kette. Ich werde, glaube ich, die Dinger hier schon mal anrichten. Warum kann ich das in der Luft nicht öffnen? Muss das dann morgen halt irgendwie am Tag? Weil jetzt bringt ja jetzt nichts, wenn ich das jetzt hier vergleiche. Muss das dann irgendwie morgen vergleichen, weil ich das ja morgen dann erst da drauf setze. So, dann habe ich hier einmal eine Kette. Die muss ich auch einmal öffnen morgen. So. Und dann haben wir morgen dann den Schmucktag. Dann, das kommt dann eher so zum Mittag hin. Hier habe ich auch noch nicht reingeguckt. Kann ich auch schon mal öffnen. Ah, so Leopardendinger. Und Sandalen. Die sind bestimmt nicht so viel wert. Das ist ein Birkenstock dann vielleicht doch. Ist da noch irgendwas kaputt gewesen? Movie-DVD. Okay, da müssen wir dann morgen gucken. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen drin. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich finde dieses Spielprinzip total cool. Es macht so einen Spaß, hier die Sachen zu verkaufen und vor allem zu ersteigern und nicht zu wissen, was man bekommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich werde jetzt direkt noch eine zweite Runde drehen, weil es so Spaß macht. Fahr dann quasi in der Zwischenzeit nach Hause und dann sehen wir uns morgen wieder. Was heißt morgen? Also ich spiele jetzt weiter und ihr seht dann in der nächsten Folge, wie ich hier wieder auf dem Flohmarkt bin und ja, weiterverkaufe. Und dann mal gucken, wie viel Gewinn wir machen mit der zweiten Garage. Aktuell weiß ich es noch nicht so genau, weil ich nicht weiß, was die Uhren wert sind. Also, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Can you look to me in darkness when there's no more light that you